Wir sind gelandet, Leute. Und sind wir eigentlich vollgepackt? Ja, schon sind wir auf Koh Phangan. Ja, ich bin gerade fix und fertig. Ich bin auch gerade fix und fertig. Unser Bötchen heute Morgen ging um wie viel Uhr? Um 8? Eigentlich um 10 vor 8. Eigentlich ist das gar nicht so früh, aber ich glaube jetzt irgendwie trotzdem durch dieses ganze Hin und Her ist man erstmal ein bisschen fix und fertig, weil man noch nicht gefrühstückt hat. Ja, das stimmt. Deswegen freue ich mich jetzt erstmal ja, wir extrem auf diesen Kaffee. Ach so, ja. Oh, ich bin das. Meine rechte Schulter tut mir weh. Boah. Ja, und jetzt gibt es erstmal eine kleine Stärkung am Morgen und ich glaube dann. Was dann? Dann arbeiten wir ein bisschen was. Ach stimmt, weil von hier hat man ja, eine relativ angenehme Sicht. Wir sind richtig schlechte YouTuber. Stimmt, der Hunger war größer. Jetzt sieht es so aus. Zwar immer noch lecker, aber wir blenden euch immer ein Bild ein, wie es gerade aussah. Aber genau. Schmeckt super. Aber schmeckt richtig gut. Ich glaube, ich bin der größte Idiot auf der Insel. Wir sind jetzt gerade umgezogen aus dem letzten Resort in, ja, hierhin. Also wir haben jetzt so ein Bungalow am Pier und ja, ich Idiot habe sofort den Schlüssel stecken lassen und musste gerade mit dem Staff erstmal klären. Oh mein Gott. Geht nicht bewegt. Sieht man das? Oh Gott. Oh, man sieht es nicht, glaube ich. Und da steckt er, mein Schlüssel. Boah, die Spinne geht mir nicht aus dem Kopf, ekelhaft. Habe ich jetzt abgeschlossen? Okay, sieht gut aus. Sag mal hallo! Okay, hat mich keiner gehört. What's up, what's up, what's up? Gehen wir jetzt essen. Ich glaube, wir haben alle Hunger. Oh oh. Ja. Was soll ich sagen? Das scheint einfach normal zu sein hier. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich Schuhe anziehen soll, aber. Nee, besser nicht. Vanessa meinte zu mir, ja, zieh Schuhe an, ist besser. Werden deine Füße nicht so nass? Ich denke mir so, lieber sind meine Füße nass, als ich Schuhe anhabe und meine Schuhe sind nass. Jetzt geht's da hinten zum Food Court. Da wird erstmal lecker gegessen. Ja, dann sehen wir uns später. Roller ist abgestellt. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg zum Paradise Waterfall. Freust du schon im Wasserfall? Ja, bin sehr gespannt. Weil die letzten zwei Tage waren hier einfach komplett verregnet und wir haben die Zeit genutzt, ein bisschen zu arbeiten. Und wir hoffen, zu essen. Ja, eigentlich nur gegessen und gearbeitet. Ja. Und jetzt haben wir uns gesagt, okay, Sonne nicht da, aber wir müssen trotzdem einfach mal was sehen. Die Zeit muss sich ja auch irgendwie lohnen hier auf der Insel, ne? Wir haben jetzt gerade an dem Stand hier 30 Baht pro Person gezahlt als Eintritt. Das sind ungefähr 80 Cent oder so, würde ich das mal schätzen. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt direkt am Wasserfall angekommen, aber das zeige ich euch gleich. It's dangerous, it's a little bit slippery here. Oh oh, nicht fallen. Und da muss ich hoch. Oh, zu Vanessa. Oh. Wow, 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 wow. This is dangerous. Okay, ich hatte keine Ahnung, was wir erwarten können, wenn wir, ich weiß
weiß gar nicht, ob man mich hört, aber ich wusste nicht, was wir erwarten können, wenn wir zu Corona-Zeiten in Kopangan feiern gehen. Auf der Full Moon. Ich komme da nicht klar, guck dir das mal an. Kannst du nochmal kurz wiederholen, was du gesagt hast, als wir gerade hier an der Stage ankamen? Voll Bock habt zu feiern? Ja. Ey, man muss sagen, ich war tatsächlich vorhin ein bisschen müde und wusste nicht, was passiert hier genau. Wird es hier wirklich voll werden und so? Ja, und jetzt sind wir gerade unsere ersten 5 Minuten hier auf der Full Moon Party. Und ey, das ist irgendwie auch endlos. Also da hinten waren wir gerade und jetzt gehen wir da vorne irgendwo lang. Ich finde das gerade mega nice einfach, ey. Ich komme gerade überhaupt nicht klar und das muss ich gerade einfach kurz mal mitteilen. Ey, guckt euch das mal an, hat ein bisschen was getan, oder? Ich hoffe, es kommt auf dem Video genauso geil rüber. 23.15 Uhr und die Full Moon Party findet leider ein Ende. Wir hatten gerade alle, glaube ich, Lust, noch ein bisschen weiter zu feiern. Ja, aber jetzt ist so ein Stand nach dem anderen. Also hier ist hinter mir, das war der Haupt- oder die Hauptbühne in Anführungszeichen. Die ging scheinbar als erstes aus und danach ging die Bühne hinter uns aus. Ja, und danach ging die Bühne dahinter aus. Das heißt, ich glaube, jetzt ist hier einfach vorbei. Leider. Aber es war eine sau geile Party. Ich glaube, ohne Corona wäre das... Wir wären auf jeden Fall noch was geblieben, ne? Ja, sicher. Insgesamt trotzdem echt sehr, sehr geile Stimmung. Und noch nie eine Party gehabt, direkt am Strand. Vollmond, gute Musik, echt. War geil, war geil. Oh mein Gott, endlich strahlend blauer Himmel auf Koh Phangan. Schön. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich wir sind, dass es einfach jetzt gerade so ist, dass wir die Augen zusammenkneifen müssen, dass die Sonne scheint auf Koh Phangan, weil es jetzt einfach unser letzter Tag ist, also unser dritter Tag hier. Und die letzten 2 Tage konntest du quasi so in die Tonne kloppen und jetzt scheint endlich mal die Sonne. Ich glaube, gestern so mit der Full Moon Party war das so die Einleitung in einen sehr schönen Tag hier auf Koh Phangan. Ja, vor allem ist es unser letzter Tag hier. Wir hoffen, dass wir jetzt so viel wie möglich sehen können. Ja, weil es hat jetzt hier irgendwie schon so eine, wie nennst du das? Sandzunge Sandbank rausgesucht. Und ja, wir hoffen, wir sind nicht zu spät dafür. Alles hängt so ein bisschen von Ebbe und Flut ab. Und wenn jetzt Flut ist, dann ist da kein Zunge. Angekommen an der Sandbank. Schatz, was möchtest du für einen Smoothie? Ich hätte gerne Mango Pineapple. Und wenn die das Doppelte verlangen, dann nur Pineapple. Okay, tschö. Smoothie. Der scheint gut zu sein. Vanessa sitzt gerade draußen und kümmert sich um unsere Ferientickets morgen nach Koh Tao. Und jetzt, wo die Sonne scheint und wir all das hier mal im Schönen sehen können, kann ich jetzt auf jeden Fall auch sagen, Leute, Koh Phangan lohnt sich. Vorher war ich echt stark enttäuscht, weil jeder gesagt hat, ey, Koh Phangan ist voll geil. Ihr müsst auf jeden Fall dahin, aber wir kamen an, keine Sonne, nichts, Strände sahen schlecht aus und. Ja, war echt nicht so cool, aber jetzt sind wir gerade stark begeistert nach der super geilen Full Moon Party, nach den geilen Stränden heute. Ja, und jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, ey, wenn ihr die Zeit habt, dann kommt nach Koh Phangan. Und weil gute Sonnenuntergänge immer klar gehen, hat Vanessa scheinbar den Überspot ausgesucht und
Ich kannte den vorher nicht, habe noch nie davon gehört. Vanessa hat den aber scheinbar in 1000 YouTube-Videos gesehen. Ja, The Zen Beach oder Zen Beach. The Zen. The Zen. The Zen Beach. Und oh, ich glaube, wir sind auch schon fast da. Hier sind viele Bars. Und gerade eben, der Parkplatz war echt rappelvoll. Also ich glaube tatsächlich, dass ich recht hatte. Oh mein Gott. Boah, ja. Ja. Ich hatte sowas von ja, rein. Das war die richtige Wahl. Warte mal, ich drehe euch mal um. Zen Beach festhalten kann, ist, dass dieser Abschnitt vom Strand sehr, sehr spirituell ist. Hier gibt es ein bisschen Live-Musik hinter mir. Ich habe jetzt hier so Korn geholt, aber die Leute sind alle so super, super entspannt. Und ja, ich meine, guck dir das an, hier haben sich gerade 1000 Leute versammelt für den Sonnenuntergang. Und ich würde hier auf jeden Fall noch mal herkommen. So entspannte, entspannte Stimmung. So Leute, unsere Zeit auf Koh Phangan ist vorbei. Wir haben es gerade jetzt noch so mal wieder zu spät oder fast zu spät wie immer. Haben es jetzt auf die Ferien geschafft. Vanessa sitzt hier links neben mir. Und ja, jetzt geht's ab nach Koh Tao. Ich habe mega Bock, das Wetter spielt endlich mit. Wir hatten ja Pech auf Koh Phangan mit dem ganzen Regen, aber jetzt auf Koh Tao habe ich richtig Bock drauf.